Die Felswände im Zillertal sind für Klettersportbegeisterte ein wahres Paradies. Das ist weit über die Grenzen von Österreich hinaus bekannt und lockt unzählige Kletterer an. Gerhard Haus aus Fügen ist Obmann der Stone Monkeys und klettert seit 10 Jahren. Das ist der Sportkletterverein im Zillertal, gibt es seit 1996. Und das haben die damaligen Kletterasse im Zillertal gegründet. Der Verein ist einfach, er bringt die Personen, Leute zum Klettern, möchte den Sport einem breiten Publikum zeigen, wie er geht, dass sie auch Freude an der Bewegung haben. Und sollten irgendwelche Arbeiten heranstehen, da scheuen wir uns nicht, dass wir mal einen Müll aufräumen oder wenn wir sehen, ein Haken ist defekt oder er ist lose, dass wir den neu einbohren oder wieder fest zutrauen, dass das passt. Die Gesamtzahl der Routen im Zillertal umfasst mehr als 500 Touren. Grund dafür ist neben der wunderschönen Landschaft der massive Fels, der sich sowohl zum Greifen als auch zum Sichern hervorragend eignet. Zillertal ist schon relativ gut ausgelastet mit den Routen, aber es kommen immer wieder neue dazu. Wenn wir eine Zahl sagen könnten, vielleicht 10 bis 20 im Jahr. Wir haben so viele Klettergebiete, aber das Top-Gebiet ist sicher der ewige Jagdgrund. Da haben wir so viele schöne Touren und eben die Struktur vom Fels und die Linie sind eigentlich einzigartig. Im Sommer haben wir im Zillertal sehr viele Kletterer, Auswärtige. Und meistens sind die Parkplätze dann eben überfüllt oder sie werden als Campingplatz verwendet. Das ist eigentlich eher ein Nachteil eben für die Tageskletterer. Der ganze Parkplatz ist alles mit Zelten vollgestellt, da hat kein Auto mehr Platz. Und das ist auch eben nicht richtig. Das gehört gelöst, oder? Vielleicht irgendwo ein Campingplatz oder eine Campingmöglichkeit. Das fehlt eigentlich noch bei uns. Dank Vereinen wie den Stone Monkeys bleiben die Kletterrouten im Zillertal auf dem neuesten Stand und der Kletterkult kann wachsen.